Auf Einladung des Bundeswirtschaftsministeriums sind in Berlin Expertinnen und Branchenvertreter zum sogenannten Fernwärmegipfel zusammengekommen. Bei dem Treffen ging es unter anderem um die Dekarbonisierung der Fernwärme. Wir glauben, dass Fernwärme ganz häufig eine attraktive Antwort auf die Frage der Dekarbonisierung sein kann. Der Vorteil ist erst einmal auf der Hand. Es ist eben ein größeres System mit verschiedenen Quellen, Solarthermie, Geothermie, Abwasser, Abwasserwärme, Großwärmepumpen oder Power-to-Heat-Anlagen. Und je nach Verfügbarkeit, vielleicht auch nach Günstigkeit des Preises, kann man dort dann einspeisen. Wenn die Fernwärme künftig verbraucherfreundlich ausgestaltet wird, hat sie wirklich riesiges Potenzial, einen großen Schritt, den wir hier gemeinsam gehen können, um die Klimaschutzziele zu erreichen und eben die Dekarbonisierung der Wärme in Deutschland zu erreichen. Bislang stammt der überwiegende Teil der Fernwärme in Deutschland aus fossilen Energiequellen. Erneuerbare Energien machen bislang lediglich 22% aus. Die Pläne der Bundesregierung sehen vor, dass neue Fernwärmenetze ab dem kommenden Jahr zumindest 65% klimaneutral, also mit erneuerbaren Energien oder Abwärme, betrieben werden. Ab 2030 soll die Gesamtheit der Netze zumindest 50% klimaneutral betrieben werden.